Der NEF-Aktiv-Familientag auf dem Sportgelände im Grüner in Bretten stand ganz im Zeichen der Bewegung und Verkehrssicherheit. Rund um die Halle wurden verschiedene Turniere ausgetragen, die zum Mitmachen animierten. Schließlich erhielten die Turniersieger der Wettkämpfe im Beachvolleyball, Fußball oder Tischtennis Preise, für die es sich lohnt, sich beim Spaß am Spiel zu verausgaben. In Sachen Verkehrssicherheit unterstützte die Polizei, um auf einem Fahrradparcours den Kleinen das nötige Rüstzeug beizubringen oder sich einfach in der Erlebnislandschaft auszutoben. Wesentlich aufwendiger gestaltete sich allerdings eine Demonstration der besonderen Art. Dieser PKW wird in Kürze seine letzte Reise, zumindest in dieser Form, antreten. Schon im Vorfeld wurde der Wagen dahingehend präpariert, dass keine Gefahren für die Umwelt durch auslaufenden Treibstoff oder Öle entstehen. Ansonsten ist es ein typisches Auto, wie man es im normalen Straßenverkehr antreffen kann. Mittlerweile hängt das gute Stück in rund 25 Metern Höhe am Haken eines Kran-LKW. Die letzte kurze Reise wird entsprechend den physikalischen Gesetzen etwa 2 Sekunden dauern. In dieser Zeit wird es mit einem G, also 9,81 Metern pro Sekunde im Quadrat, beschleunigt und wird dann mit rund 70 km/h auf den Boden krachen. Okay, dann beginnen wir mit der Show. 3, 2, 1, 0. Das schauen wir uns noch mal etwas langsamer an. Gut zu erkennen, wie wichtig die sogenannte Knautschzone ist. Durch die Deformierung nimmt sie einen großen Teil der Aufprallenergie auf und verlängert quasi die Aufprallzeit bzw. deren Weg. Schätzungsweise 1 Meter wird die Front eingedrückt. Daraus ergibt sich eine Verzögerung von etwa 200 Metern pro Sekunde Quadrat. Das entspricht der 20-fachen Erdanziehung. Solche Beschleunigungen treten zum Glück nur für einige Bruchteile einer Sekunde auf. Das ist der Grund, weshalb man einen solchen Crash überhaupt überleben kann, dessen Geschwindigkeit nur 70 km/h betrug. So viel dazu. Glücklicherweise nähert sich zufällig eine Zivilstreife der Unfallstelle und kann den Vorfall sofort per Funk melden. Hallo Günther, hier ist Günther 1615. Wir haben zwischen auf der D35 zwischen Bretten, der Alexanderplatz und Hildesheimer Höhe einen schweren Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeuginsassen, die gegen einen Baum gefahren sind. Ich bin mit einer Zivilstreife da, bitte informieren Sie das Polizeirevier Bretten, unverzüglich anzufahren, entsprechende Absicherung und Umbringungsmaßnahmen zu treffen. Informieren Sie mir auch bitte das Deutsche Rote Kreuz. Deutsche Rote Kreuz. Das Fahrzeug kommt die Sondereinheit des Deutschen Roten Kreuzes. Wir handelt sich um ein Fahrzeug der örtlichen Organisation, die in der Regel anfahren, um die Erstversorgung zu übernehmen, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Die beiden Kollegen werden sich jetzt einen Überblick verschaffen, während die Polizei in der Zivilstreife die Unfallstelle absichert. Beide Verletzten werden jetzt untersucht. Es wird dann durch die Einheit eine Rückmeldung an die Rettungsleitstelle gegeben, um gegebenenfalls weitere Einsatzkräfte wie Rettungshubschrauber, weitere Notärzte oder weitere Rettungswagen zu fordern. Es ist zwar eine Übung, dennoch gehen die Sanitäter der Ortsgruppe Waghäusel, die mit 3 Fahrzeugen angerückt waren, genauso sorgfältig an die Verletzten heran wie in der Realität und das unter Aufsicht vieler interessierter Zuschauer. Prinzipiell gehen die Sanitäter bei entsprechenden Anzeichen immer vom Schlimmsten aus. Beide Insassen sind bewusstlos und die Wucht des Aufpralls lässt bei beiden auf ein Schleudertrauma und Brustkorbprellung durch den Sicherheitsgurt schließen. Die zahlreichen Schnittwunden der Fahrerin sind nicht sehr tief und offensichtlich. Dem Beifahrer legt man vorsichtshalber schon eine Halskrause an, da der Rettungsassistent eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausschließen kann. Bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte wie Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt können die beiden Sanitäter nicht viel unternehmen, als die Verletzten zu stabilisieren und ihre Vitalfunktionen zu überwachen. Sofern wie hier genügend Platz vorhanden ist, versuchen die heranrückenden Fahrer die Fahrzeuge so abzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig behindern und von hinten gut zugänglich bleiben. Und die
Der Orgleiter des DRK, der den Einsatz mit der Feuerwehr und Polizei koordiniert, will auf Nummer sicher gehen, weshalb die Feuerwehr das Dach abtrennen soll. Zum Schutz vor möglichen Glassplittern werden die Insassen vorsorglich abgedeckt. Wie man sieht, es verfällt keiner in Hektik, die in solchen Fällen nur zu Fehlern führen könnte. Ein möglicher wäre, dass man vergisst, die Autobatterie abzuklemmen oder gar das Fahrzeug gegen Wegrutschen zu sichern. Die Sache mit der Batterie hat sich wohl erledigt. Sicherheitsbestimmung bei solchen Übungen. Zwischenzeitlich konnte ein Junge, der bisher unbemerkt hinter den Sitzen lag und nur leichte Blessuren erhielt, gerettet werden. Er sitzt bereits im kleinen Smart der Warkhäusler Ortsgruppe und lässt tapfer die Behandlung über sich ergehen. Unterdessen laufen die Vorbereitungen der Feuerwehr zum Umbau der Limousine in ein Cabrio. Übrigens, diese Methode wird ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen. Zunächst wird das Fahrzeug in Nähe der A- und C-Säulen verkeilt, um weitere Erschütterungen während der Rettung zu verhindern. Wie sich herausstellt, ist die Fahrerin doch nicht so schwer am Rücken verletzt, wie zunächst angenommen. Dafür fühlt sich ihr Bauch von Minute zu Minute immer härter an, was auf ein stumpfes Bauchtrauma schließen lässt. Die Verhärtung entsteht, wenn innere Organe verletzt wurden und in den Bauchraum einbluten. Sie wird so schonend wie nur möglich auf das Spineboard gezogen und in das nächstmögliche Krankenhaus mit Chirurgie gebracht, in diesem Fall in Bretten, um in einer Not-OP die innere Blutung zu stoppen. Solche Verletzungen sind heimtückisch, da ihre Symptome mit relativ großer Verzögerung auftreten. Solange der Bauch komprimiert bleibt, weil zum Beispiel der Fahrer hinter dem Lenkrad eingeklemmt ist, passiert häufig nichts. Wird allerdings der Druck weggenommen, kann es durchaus vorkommen, dass ein Bauchtrauma erst eine halbe Stunde später diagnostiziert werden kann und dann zählt jede Minute. Die letzte Person ist soweit stabil, jedenfalls was den Kreislauf betrifft. Noch konnte eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden, weshalb weiterhin alle Entscheidungen unter der Annahme, dass ein Wirbelsäulentrauma vorliegt, getroffen werden. Zum Schutz bekommt der Verletzte einen Helm mit Gesichtsschutz verpasst, dann gibt die Orgleitung grünes Licht für die Feuerwehr. Je nachdem, wie stark das Fahrzeug deformiert ist, geht es mal schneller oder langsamer zur Sache. Denn bei aller hoher Gewalt, welche die hydraulischen Scheren erzeugen können, darf die Sicherheit der Verletzten nicht in Vergessenheit geraten. Als nächstes wird mit einer Glassäge die Frontscheibe herausgesägt. Da in modernen Fahrzeugen die eingeklebten Scheiben mit zu den tragenden Teilen zählen, werden sie eingeklebt und nicht wie bei älteren Modellen mit einer Dichtung eingesetzt. Dies stellte anfänglich die Rettungskräfte vor ein Problem, da die Scheiben nicht mehr herausgehebelt werden konnten. Dieses einfache wie effektive Werkzeug hat sich schon bei vielen solcher Aktionen bewährt, ebenso wie das Klebeband, das ein großflächiges Zersplittern der Scheiben weitestgehend verhindert. Nachdem nun auch die hinteren Seitenscheiben herausgenommen wurden, geht es den A- und B-Säulen an den Kragen. Gut, in Kopf bleiben. Einwandfrei, gut. Während der ganzen Zeit bleiben die Sanitäter in unmittelbarer Nähe des Verletzten und überwachen seinen Zustand. Der Verletzte selbst bekommt häufig am wenigsten mit, da er je nach Verletzung Schmerz- und/oder Beruhigungsmittel verabreicht bekommt. Die Dachreling ist nicht etwa eine reine Designangelegenheit, sondern dient, ähnlich wie die Windschutzscheibe, der Stabilität, weswegen sie auf beiden Seiten an der Stelle, wo später das Dach aufgeklappt werden soll, entfernt wird. Schließlich folgt noch ein Entlastungsschnitt, der dem Dach die letzte Steifigkeit nimmt. Man kann es kaum glauben, wie leicht sich das Dach nun einfach nach hinten wegklappen lässt. Zum eigenen Schutz werden sofort die Stümpfe der Säulen gesichert, denn die nun freiliegenden Schnittkanten sind rasiermesserscharf. Jetzt werden die Holme, also A, B-Säule, wird gesichert, dass für die Einsatzkräfte keine Zusätze. Zur eigentlichen Rettung kommt erneut ein sogenanntes Spineboard zum Einsatz.
Hierzu wird die Lehne des Sitzes so weit wie möglich nach hinten geneigt. Denn was anschließend folgt, erweist sich in der Enge des Wracks als wahrer Kraftakt. Ähnlich wie bei der Schaufeltrage wird das Rettungsbrett unter dem Patienten geschoben. Erst wenn der Verletzte komplett auf das Brett gezogen wurde, wird es in die Horizontale gebracht. Dabei erweisen sich die vielen Griffmöglichkeiten als überaus praktisch. Dadurch ist es fast überall einsetzbar und kann sogar in Gewässern eingesetzt werden, weshalb auch die DLRG gerne auf die schwimmfähigen Kunststoffvarianten zurückgreift. Sobald die Person an einem sicheren Ort liegt, zum Beispiel auf der Trage, wird sie mit Gurten auf dem Brett fixiert und kann sicher transportiert werden. Zwischen dem Aufprall und der Rettung der dritten Person aus dem durch die Feuerwehr aus Bretten umdesignten Auto sind etwa 40 Minuten vergangen. Eine realistische und gute Zeit, wie Jürgen Schlindwein als Leiter der Rettungsleitstelle Karlsruhe und Live-Kommentator während der Übung abschließend feststellt. Für die Zuschauer ein Erlebnis, für die Einsatzkräfte eine Herausforderung, welche die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen fördert, und für die Firma NEF ein herzliches Dankeschön von allen. Wie im Beitrag eben gesehen, ist das DAK auf Menschen angewiesen, die sich über ihre gesellschaftlichen und beruflichen Verpflichtungen hinaus besonders hervorheben, indem sie Zeit, Wissen und Können freiwillig und unentgeltlich für humanitäre und soziale Zwecke und Dienstleistungen einbringen, in der Überzeugung, dass ihre Arbeit dem Gemeinwohl und ihrer eigenen Selbstverwirklichung dient. Die soziale Arbeit des DAK will helfen, negative Lebensumstände zu verhüten oder diese, wenn sie eingetreten sind, zu lindern oder abzubauen. Die soziale Arbeit des DAK versteht sich als Hilfe für den Einzelnen, der sich in körperlicher, seelischer, psychischer oder materieller Not befindet, um ihn so weit wie möglich zur Selbsthilfe zu befähigen. Wenn auch Sie sich engagieren möchten, suchen Sie einfach das Gespräch mit den Mitarbeitern vor Ort oder wenden Sie sich an den DAK Kreisverband Karlsruhe e.V. Telefon 0721 955 9561, Ortsverband Warkhäusl e.V. unter 0173 67 10 111 oder per Mail an info@dak-warkhäusl.de.